Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video aus Sammy's Adventureland. Ja, ganz vielen Dank fürs Einschalten und fürs Dranbleiben oder auch fürs erstmalige Einschalten. Und wenn euch das Video gefallen hat oder gefällt, dann dürft ihr natürlich gerne ein Abo dalassen, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Ich habe lange drüber gesprochen oder öfter schon mal drüber gesprochen, dass ich irgendwie die Main Street so ein bisschen umgestalten möchte. Das lag einfach daran, dass zum Zeitpunkt, als ich die gebaut habe, und das ist ja mittlerweile auch schon, ich will nicht lügen, aber ich glaube 3 Jahre her, oder zumindest 2,5 Jahre. Und ja, in der Zwischenzeit ist so der eine oder andere DLC gekommen, der uns ganz viele neue Bauteile gegeben hat. Und die waren zum Zeitpunkt, als ich das hier alles fertiggestellt hatte, einfach nicht da. Und das hat mich schon immer so ein bisschen gewurmt und ich habe mir überlegt, ich mache die Main Street oder ich baue die um. So wie ich es auch mit dem schicken Piratengebiet da hinten gemacht habe. Da habe ich auch ein bisschen nochmal das Ganze überarbeitet. Habe ich gedacht, mache ich das hier auch. Und gleich zu Beginn, hier vorne, wenn man die Treppe runterkommt, den großen Eingang, dann war auf der linken Seite immer der Kondor. Das jetzt dort umzubauen hätte wäre ein bisschen schwierig geworden und deswegen musste hier das erste kleine Restaurant mit der Aussicht auf den Coaster dran glauben. Das wurde einfach, sag ich mal, wegrationalisiert. Das passt da nicht mehr so richtig hin, da habe ich ein bisschen Platz für den Condor geschaffen, der hat auch seinen Namen so behalten. Und ja, der ist an diese Stelle gewandert und das Ganze will ich jetzt so ein bisschen verkleiden, umbauen. Ich habe ja schon ein bisschen Übung jetzt sozusagen. Ich habe in meinem Tropical Garden, glaube ich, war es auch schon mal ein Condor hingestellt. Und ja, habe mich so ein bisschen an dem orientiert und versuche jetzt hier ja, das Ganze so ein bisschen einzuhausen. Und suche mir hier gerade die ganzen Bauteile raus oder stelle die hier zusammen. Ja, möchte das damit so ein bisschen bebauen. Ich, ja, um das Ganze rund zu kriegen sozusagen, muss man ja diese Kreiskopiertechnik benutzen. Dafür habe ich mir dann hier zweimal so eine Teile geschaffen, die dann einfach rotiert werden. Ich mache das mit 2 Teilen, damit das nicht so langweilig aussieht nachher. Oder immer gleich alles aussieht. Deswegen gibt es 2 verschiedene, die dann immer abwechselnd nebeneinander stehen. Und dann ja rotiert werden und das Ganze sozusagen eingehaust wird. Das sind jetzt ungefähr 2,5 Etagen, glaube ich, wenn ich da jetzt richtig liege, die ich in die Höhe gehe. Und oben gibt es dann einfach so ein bisschen schicke Deko oben drauf und ein paar Lampen und ja noch hier so ein paar Gitter. Und davon wird jedes Stück ein bisschen anders dekoriert. Das Innere darf ich natürlich auch nicht vergessen. Denn das alles nachzusetzen, ich meine, ich habe tatsächlich noch am Ende jede Menge nachgesetzt, das, was alles so ein bisschen noch fehlte. Ich hatte hier am Anfang die Säulen nicht richtig runtergezogen, das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Hier kämpfe ich gerade so ein bisschen mit der Rotation. Ich habe am Anfang nicht gemerkt, dass ich zwar die Höhen alle richtig hatte, aber die Abstände zwischen den Objekten nicht und dadurch hatte die Rotation nicht funktioniert. Irgendwann ist man dann mal so ein bisschen, driftet man so ein bisschen ab. Ich habe tatsächlich nachher das Ganze nochmal pausiert und habe die Kästchen ausgezählt und mir so einen kleinen Marker gesetzt, den sieht man hier unten so links, damit ich weiß, an welcher Position ich überhaupt bin. Und dann hat es am Ende natürlich auch geklappt. Das ist hier der vorsichtige Test. Genau, und ja, dann ist natürlich immer hier die Schwierigkeit, man weiß nicht, wie viele Teile man tatsächlich rotieren muss oder wie oft man rotieren muss und was dann nachher an Lücken oder ja an Spalt übrig bleibt. Und das Ganze muss ich dann hier einmal korrigieren und ja, habe dann nachher letztendlich dann doch irgendwann den perfekten Abstand gefunden, sodass dann noch ein späteres Teil, ich muss das tatsächlich 2-mal machen, also das hat am Anfang das erste Mal nicht ausgereicht und
das zweite Mal rotieren. Dann sah das besser aus. Es gibt zwar jetzt ein paar Überschneidungen, so dass man sich hätte eigentlich ein paar Bauteile sparen können, aber was soll's. Am Ende sieht es für meine Verhältnisse oder für meinen Geschmack ganz gut aus. Und ja, guck mal, hier zum Beispiel habe ich den Boden vergessen zu rotieren. Den habe ich dann mühselig hier auch nochmal nachgetragen. Das war auch ein bisschen aufwendiger. Dann habe ich mich hier so ein bisschen verzettelt am Anfang und wollte das hier alles so in einem Stück fertig machen und dann mit dem Mehrfachtool hier auswählen. Aber dann hätte man wieder die ganzen anderen Teile mitkopiert. Und ja, das sind immer so ein paar Sachen, die einem dann beim Bauen passieren oder auffallen, woran man einfach vorher gar nicht denkt. Ich hätte hier einfach auch nur rotieren müssen und das nicht so nachsetzen müssen, wie ich das jetzt gerade mache, so ein bisschen mühevoll. Deswegen geht das Ganze jetzt, glaube ich, gleich nochmal zurück, genau da. Und dann habe ich dann auch irgendwann geschnallt, wie man das dann wirklich macht. Setzt das rein, kopiert das rum und dann hat sich das erledigt, dann ist das fertig. Ja, ich wollte ja einfach hier drin auch so einen anderen Boden haben. Nicht den vorgefertigten Steinboden. Und außerdem wäre dann so ein Rand zu sehen gewesen von dem Grün an der Seite. Und das wollte ich einfach vermeiden. Und deswegen gibt es hier in der Mitte auch einen extra Fußboden. Jo, und dann durfte auch dieses Stück hier, also das wollte ich tatsächlich erhalten. Da habe ich mir erstmal die ganzen Platten runtergenommen, um zu gucken, wie das da unter aussieht. Und da ich ja den Kondor oder den Boden des Kondors ein bisschen angehoben hatte, musste das natürlich an dieser Stelle ja auch passieren. Dann sind die ganzen Wege verschwunden und die durfte ich dann natürlich neu setzen. Das war dann ein bisschen frickelig, nicht ganz so einfach. Aber am Ende hat es dann nach mehreren Versuchen auch wieder hier geklappt. Das ist natürlich jetzt auch eine Treppe geworden, die dann wieder zur Main Street runter geht. Vielleicht hätte ich dieses Material gerade mal in das nächste Video schieben sollen, aber ist jetzt auch egal. Denn da muss ich mich ja dann auch um die anderen möglichen Gebäude kümmern, die dann hier noch an diesen Stellen erscheinen sollen. Also ja, hier kommt natürlich wahrscheinlich ein Gebäude mit Durchgang hin, weil ich diese Terrasse einfach nicht opfern möchte. Die soll hier weiterhin bleiben, damit man auch diesen Coaster oder einen schönen Blick auf den Coaster hat. Genau, deswegen soll die hier an dieser Stelle einfach nur noch etwas schöner gemacht werden und dann ist auch gut. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, für meinen Teil hier soweit fertig. Mit meinem Erzählen zumindest. Und das Bauen, das geht noch kräftig weiter. Ihr dürft auch bitte dranbleiben und euch das Ganze bis zum Ende natürlich anschauen. Da gibt es ein paar schöne filmische Eindrücke wieder von dem Kondor. Und dann hoffe ich einfach, sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt das natürlich gerne bitte und unten in die Kommentare, auch was euch nicht gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne kommunizieren. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten. Bis dahin. Ciao, ciao.
good one or almost. Glamour, look formal, Belle.